Was gibt's Neues? 68 Jahre trennen den 5 Monate alten Kai Julius und seinen Vater. Der pensionierte Philosophielehrer ist überglücklich über sein spätes Elternglück. Faszinierend für einen älteren Herrn, ein so kleines, junges, neues Leben im Arm zu haben. 20 Jahre lang haben sie versucht, auf natürlichem Weg ein Baby zu bekommen. Da es in Deutschland wegen des Verbots der Eizellenspende nicht möglich ist, ließ sich die Hamburgerin in Tschechien für 7.000 Euro eine befruchtete fremde Eizelle einsetzen. Grenzwertig, oder? Also ich finde fürs Kind einfach, ne? Später, wenn es in den Kindergarten geht, so, hallo, hol dich deine Oma ab, ne, ist meine Mutter. Also, heutzutage ist es halt so, ne? Erst Karriere, dann Kinder. Eigentlich wollten die beiden ein Kind adoptieren, doch nach den Richtlinien der Jugendämter sollte der Altersunterschied zwischen Adoptivkind und einem Elternteil nicht mehr als 40 Jahre betragen. Die Rahmenbedingungen sollten natürlich auch gegeben sein, sprich, dass Wohnraum vorhanden ist und das Paar in der Lage ist, das Kind aus eigenen Mitteln zu ernähren, seine Erziehung sicherzustellen. Etwa 4.000 Kinder werden in Deutschland jedes Jahr adoptiert. Allerdings gibt es deutlich mehr Bewerber als Kinder. Nur jeder 7. Adoptivwunsch kann erfüllt werden. Zurück zu Familie Döring. Mutter Christiane bereitet der Babyalltag oft Probleme. Nur so auf dem Arm, da habe ich Angst, dass er mir runterfällt oder dass ich eine falsche Bewegung mache. Ich brauche dann ja beide Arme, um ihn zu tragen. Und dann kann ich mich auch nicht am Geländer festhalten. Der größte Wunsch der Eltern, sie wollen gemeinsam mit ihrem Sohn Abitur feiern. Dann wäre Vater Manfred 86 Jahre alt.